Im vergangenen Juli, hier Archivmaterial, übergab die Staatssekretärin im Innenministerium Sachsen-Anhalt, Anne Poggemann, ein funkelnagelneues Löschfahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Barleben. Der TLF 3000 ist voll ausgestattet und auf dem neuesten Stand der Technik. Das ist das alte Modell. Es wurde im Jahr 1998 für die Freiwillige Feuerwehr Barleben angeschafft und in den zurückliegenden 22 Jahren von den Kameraden sorgfältig gepflegt und instand gehalten. So konnte das Fahrzeug jetzt für 20.000 Euro an Barlebens Partnergemeinde Nebelschütz verkauft werden, die das Fahrzeug jetzt offiziell übernommen hat. In Sachsen wird das Löschfahrzeug in der obersorbischen Ortschaft Biskowitz stationiert und dort sicher noch lange seinen Dienst tun. Denn dort ist man froh, gute gebrauchte Technik anschaffen zu können. Weil wir zurzeit mit der neuen Technik in Sachsen den Preis sprengen würden für die Gemeinde und den Rahmen mit der gebrauchten Technik ist das einzuhalten. Hier wissen wir, dass es auch sachkundig in die Hände gefegt ist. Wir haben eine gute Partnerschaft, auch die Feuerwehr Biskowitz mit der Feuerwehr Barleben, und das freut uns sehr. Mit dem Verkauf des Löschfahrzeuges können beide Gemeinden zufrieden sein und gemeinsam stellten die beiden Bürgermeister fest, dass es wieder ein Meilenstein in der guten Zusammenarbeit beider Kommunen ist.